Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Hey, World of Goo. World of Goo, World of Goo. Okay. Einige fragen sich von euch. Plus 178. Ach, guck mal. Das ist auch witzig. Man kann die kleinen Bälle hier wegschmeißen. Und die kommen dann immer wieder zurück. Cool. Ich habe den Ball so geworfen, dass er nicht mehr auf dem Planeten kann. Lol. Wie kann man den Ball so perfekt werfen, bitteschön? Naja. Der müsste eigentlich gleich aufkommen. Hoffentlich. Na egal. Ich wollte euch eigentlich zeigen, was das hier ist. Ich will aber noch einmal warten. Vielleicht kommt er bald auf. Ein Tag ist er aufgekommen. World of Goo Corporation. Das wollte ich euch eigentlich erst nach dem Durchspielen zeigen. Jetzt connect there. Es sind zu viele Goos auf dem Bild. Es laggt extremer Maße. Es laggt zu sehr. Scheiß Connecting. Ich mach jetzt einfach gar nichts. Ich mach nichts mehr. So. Und wir können jetzt halt, weil dadurch, dass wir jetzt online sind, können wir jetzt halt einen Goo-Turm bauen. Genau, ein Goo-Turm. Einfach von den restlichen Goos, die wir gesammelt haben, einfach so einen hohen Turm bauen, wie es geht, und glücklich sein, wenn man den höchsten Turm gebaut hat. Naja. Und hiermit kann man es resetten. Oh Gott, wie viele passen auf ein Ding darauf. Na egal, wollen wir mal mit der Story weitermachen. Winter. Inzineration Destination. The Puzzling Adventure. Ich habe schon eine kleine Idee, was man machen kann. Oder muss sogar. Na, und den Halt zu halten, nehmen wir mal einen Goo, der nicht abfackeln kann. Naja. Somit müsste eigentlich der Halt perfekt sein. Eigentlich. Ich habe das Level vorher noch nie gespielt, aber so wie meine Auffassungsgabe ist, also schnell zu kombinieren. Sieht man hier die Pen. Wir müssen die rausholen, damit wir es hier hin machen können. Wir müssen zwei Bomben haben. Deswegen müssen wir erstmal eine Brücke mit dem bauen. Also ich habe das Rätsel vorher noch nie gesehen. Ich möchte nur einen Halt bauen. Ich will einen weißen. Danke. Danke. Das reicht aber. Naja. Wird knapper als knapp. Toll. Very,
very, very nicht schön. Hoch. Es fällt. Zur Sicherheit nehme ich aber noch einen. So. Jetzt platzieren wir mal die verfickte Bombe dahin. Und die verfickte Bombe platzieren wir mal dahin. Nun ja, hoffentlich klappt das jetzt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Am besten ich brauche eine weiße Brücke. Hä? Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Naja, hoffentlich ist das Teil des weißen Zeug nicht entflammbar. Sonst habe ich ein fettes Problem. Ups. Wie tief soll ich noch gehen? Danke. Gucken wir uns das Spektakel mal an. Knappes Rätsel. Was ist eigentlich die OCD-Aufgabe? Oh fuck, unter 34 Zügen. Ja. Sonst noch irgendwelche Träume. Stopp. Ich hab ein Gewicht. Ich hab ein Gewicht gebaut. Das Gewicht des Jahrhunderts. Ich muss mir die weißen Blutbälle aufnehmen. Sonst... Ich hab nur noch 3 zur Verfügung. Die müssen bis da hinten hin reichen. Das wird ein Spaß, Leute. Schöne Idee. So. Müsste ich mal ganz kurz das Gewicht hier halten. Mit diesen Kuhviechern. So, jetzt muss ich einen weißen nehmen. Perfekt. Auf die Art und Weise bleiben mir auf jeden Fall mehr Kuh übrig. Naja, vorausgesetzt. Ich tue das Ding auch ein bisschen halten.
Ei, 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 zu spät. Nein. Ja, das hält, super. So, du kommst hier dran. Klingt. Kann ich irgendwo die Dinger hintun? Ich kann ganz kurz was ausprobieren, Leute. Könnt ihr da runterkommen? Ne, ist klar. Du bist auf dem Weißer gut. Das sieht noch besser aus. So. Denn sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alle roten Boosts da oben hinplatziert habe, die ich haben wollte. Also bis gleich. Es klappt leider doch nicht. Warte mal, gehen die eigentlich weg, wenn die... Ach ja, stimmt, das ist ja der pure Tod für die. Ah, ich habe eine andere Idee. Sag mal, die Ghouls wollen mich verarschen. Och nee. Kommt mal mit. Die Funktion habe ich ja ganz vergessen. Gut. Wir haben die Großteil der Ghouls gesichert. Die, die nicht explodieren sollen. Wäre aber schon schön, wenn die jetzt mal angehen. Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich und meine Baufähigkeit. Naja. So meint ich das nett.